Tagesordnungspunkt 20. Beratung der großen Anfrage der Fraktion der CDU-CSU mit dem Titel Steuerliche Umsetzung des Maßnahmenpakets zum Umgang mit den hohen Energiekosten. Für die Aussprache ist eine Dauer von 26 Minuten vereinbart. So, jetzt mal bitte ganz zügig. Hurtig, das ist ein schönes Wort. Hurtig. Wir wollen hier weitermachen. Und ich eröffne die Aussprache mit, hier ist jetzt ein bisschen was umgestellt, aber Olaf Gutting ist richtig, CDU-CSU. Bitte schön. Ja, Frau Präsidentin, werte Kolleginnen und Kollegen, durch die gesamte Steuergesetzgebung der Bundesregierung in dieser bisherigen Wahlperiode zieht sich ein Dreiklang. Zu wenig, zu undifferenziert und vor allem immer zu spät. Nehmen wir zum Beispiel das Steuerentlastungsgesetz. Schlecht gemacht, ein Volumen von 4,5 Milliarden Euro. Damit hätte man durchaus mehr bewirken können als marginale Anpassungen im Steuertarif oder eine einmalige Energiepreispauschale. Oder nehmen wir heute Mittag debattiert das vierte Corona-Steuerhilfegesetz. Viele kleine, kurzfristige, befristete Wohltaten an Unternehmer und Bürgerinnen und Bürger, das hat alles keinen nachhaltigen Effekt. Eine auf die Zukunft verschobene Tarifanpassung, Stichwort kalte Progression, die hat zu einer Stauchung und zu erheblichen Verwerfungen innerhalb des Einkommensteuertarifs geführt. Das bedeutet weniger Anreize für Beschäftigte im Niedriglohnbereich. Und als Höhepunkt heute noch das Energiesteuersenkungsgesetz, das wir im Anschluss debattieren. Pendler sollen nun für 3 Monate über die Senkung der Ökosteuer bei den Spritpreisen entlastet werden und das 9-Euro-Ticket für den Nahverkehr und das alles in den Sommerferien. All diese Ungereimtheiten, die auf den Beschluss des Ausschusses der Ampelkoalition vom 23. März zurückgehen, haben wir in unserer großen Anfrage an die Bundesregierung thematisiert. Eine Antwort auf die Fragen der CDU-CSU-Fraktion haben wir bis heute nicht erhalten. Liebe Kolleginnen und Kollegen, das ist eine Ignoranz gegenüber diesem Parlament, und das zieht sich durch die Antworten der Ampelkoalition und der Regierung auch auf andere Antworten, auf andere Fragen und Anfragen von Abgeordneten unserer Koalition. Da kommen immer die gestanzten Floskeln. Dazu liegen uns keine Erkenntnisse oder Zahlungen vor, oder Ihre Vorschläge sind nicht unionsrechtskonform. Versuche, die Regierung regelmäßig mit diesen Floskeln unsere Kritik, unsere Gegenvorschläge bei ihren Gesetzgebungsvorhaben zu torpedieren. Komisch ist nur, dass bei unseren europäischen Partnern vieles davon funktioniert. Da gibt es den Tankrabatt, da gibt es die dauerhafte Senkung der Strom- und Energiesteuer für Haushalte. Nur bei uns soll das alles nicht funktionieren. Das ist sehr schade, denn Sie beanspruchen ja regelmäßig unsere Unterstützung. Sie wollen, dass wir bei Ihnen mittun, ignorieren aber alle Verbesserungsvorschläge, die wir auf den Tisch legen. Und das, liebe Kolleginnen und Kollegen von der Ampel, ist wirklich sehr schade. So wird das nichts. Vielen Dank. Und es folgt Lennart Öhl für die SPD-Fraktion. Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, wir hatten die Thematik heute ja nicht zum ersten Mal. Wir hatten ja dazu ja auch eine Aktuelle Stunde, in der wir ausführlich diskutiert haben. Und trotzdem setzt die Union noch mal einen drauf und setzt die große Anfrage auf die Tagesordnung, obwohl uns noch nicht einmal die Antworten aus dem BMF vorliegen. Die Union und ihre Argumente, die klingen da wie eine hängende Schallplatte, immer dieselbe Leier. Ich möchte noch einmal herausstreichen, aus welcher Krise wir kommen, nämlich der Corona-Pandemie, in der Haushalte schmerzhafte Einkommensverluste erlitten haben. Hier hat der Gesetzgeber bereits im großen Umfang zielgerichtet geholfen. Daran schließt sich unmittelbar eine weitere große Krise an, der Angriffskrieg mitten in Europa.
Neben dem menschlichen Leid richtet dieser Krieg aber auch schwere ökonomische Verwerfungen an. Unter anderem hat sich die angespannte Situation auf den Energiemärkten noch weiter verschärft. Die Folge sind Preissteigerungen bei den Energiekosten von über 20% im Vergleich zum Vorjahr. Diese stellen für die Verbraucherinnen und Verbraucher eine enorme Belastung dar. Die Bundesregierung reagiert darauf mit zwei umfassenden Entlastungspaketen. Mit einem Volumen von über 30 Milliarden Euro kann so eine starke, aber kurzfristige Entlastung erreicht werden. Wichtig ist uns als SPD-Fraktion bei den beschlossenen Maßnahmen die zielgerichtete Umsetzung und die soziale Ausgewogenheit. Während wir mit der Senkung der Energiesteuern eine breite Entlastung erreichen, sorgt die Energiepreispauschale durch die progressive Besteuerung für steuerliche Vorteile, vor allem für Menschen mit niedrigerem Einkommen. Mit dem Kinderbonus von 100 Euro pro Kind entlasten wir Familien, die ja von den Preissteigerungen besonders betroffen sind. Darüber hinaus erhalten bedürftige Familien eine zusätzliche Unterstützung, bis die Kindergrundsicherung eingeführt ist. In der Debatte geht es aber auch vielfach um die Rentnerinnen und Rentner. Wer eine kleine Rente bezieht, kann sich den Belastungen nur sehr schwer entziehen. Deshalb haben wir sie in einer Vielzahl von Maßnahmen berücksichtigt. Den Heizkostenanspruch, auf den viele Rentnerinnen und Rentner Anspruch hätten, die Senkung der Energiesteuern, das 9-Euro-Ticket und unabhängig davon die höchste Rentenerhöhung seit Jahrzehnten. Was wir natürlich nicht vergessen dürfen, ist, dass die beste Absicherung vor hohen Energiekosten ein sicheres Arbeitsverhältnis ist. Das Kurzarbeitergeld hat uns schon in den mehreren Krisen geholfen und wird sich auch in dieser Krise bewähren. Kurzfristig werden die Entlastungspakete dazu beitragen, dass die gestiegenen Energiepreise abgefedert werden können. Langfristig werden uns vor allem dazu breitere Bezugsquellen von Energieimporten, eine höhere Energieeffizienz und der massive Ausbau der erneuerbaren Energien vor der Belastung stark schwankender Energiepreise schützen. Bis dahin ist die steuerliche Entlastung der richtige Weg. Vielen Dank. Nächster Redner ist Robert Fahle für die AfD-Fraktion. Vielen Dank. Frau Präsidentin, sehr geehrte Damen und Herren, es geht hier um die Anfrage der CDU-CSU-Fraktion und ich werde dazu einige kurze Anmerkungen machen. Im Einzelnen geht es um das Maßnahmenpaket, das angeblich eine Entlastung bringen soll durch die derzeitige Regierungskoalition. Dazu stelle ich fest, erstens, das 9-Euro-Ticket für die 3 Monate macht den jungen Leuten im Sommer bestimmt eine Menge Spaß, hat aber mit langfristiger, nachhaltiger Förderung des ÖPNV und des strukturellen Ausbaus des ÖPNV, der stattfinden muss, dieser Aufbau, gar nichts zu tun. Das flache Land wird nicht erreicht. Der Kinderbonus von 100 Euro als Einmalzahlung ist zwar positiv, aber auch nach dieser Einmalzahlung werden die Energiepreise sehr hoch sein und auch die Mehrbelastung für die Haushalte durch die Inflation natürlich weiter da sein. Die Senkung der Energiesteuer ist richtig, aber auch die gilt nur für 3 Monate und ab Herbst werden die Preisexplosionen erst richtig durchschlagen. Das heißt, das Ganze ist eine Packung, die sich gut anhört, die man gut verkaufen kann und die an der Realität in unserem Land eigentlich so gut wie gar nichts ändert. Die AfD hat hier eine ausführlichere Darstellung gebracht, was notwendig wäre für eine echte Entlastung. Und darauf ist aber auch schon der Vorredner von der CDU eingegangen, was sehr richtig ist. Für eine echte Entlastung der Bürger müsste die Regierung sämtliche Steuern auf Strom, Sprit, Gas und Heizöl sofort senken, darunter auch die Mehrwertsteuer. Die Energiesteuer müsste dauerhaft heruntergesetzt werden und die CO2-Steuer müsste abgeschafft werden. Und erst recht müsste die kalte Progression endlich aus dem Steuertarif entfernt werden. Das eigentliche Ziel der Anfrage ist ja, dass Sie steuerliche Dinge diskutieren wollen. Da kann ich es ja beruhigen. Ich bin selbst Steuerberater und habe mehrere Kanzleien. Da
Und ich kann Ihnen eins sagen, die Mitarbeiter haben auch den Wirrwarr in der Corona-Zeit überstanden und die Unternehmer vernünftig beraten können bei ihren Fragen. Und das wird auch diesmal so sein, weil sie haben ja viele Fragen bisher noch gar nicht geklärt. Und deshalb ist wahrscheinlich noch gar nicht die offizielle Antwort auf die lange Anfrage, die die CDU gestellt hat, mit 3 Seiten, wie die an Fragen nur enthalten hat, gar nicht beantwortet worden. Damit wären die Steuerberater trotzdem fertig. Und ich komme jetzt zum Schluss auf eine Kernfrage. Was sind der Bundesregierung eigentlich die Menschen in unserem Land wert? Das kann man der Ausgabenpolitik sehen. Dieses Programm kostet 17,5 Milliarden, was jetzt als Maßnahmenpaket vorliegt und keine Entlastung der Menschen von den wirklich ständig steigenden und unerträglichen Preiserhöhungen darstellt. Und wofür hat denn die Regierung Geld ausgegeben? Oh, jetzt bin ich fast am Schluss. Sie sind 200 Millionen Zeit. Für die Taliban, 2 Milliarden Rüstungshilfe für die Ukraine und 100 Milliarden sollen wir jetzt Schulden neu aufnehmen für den Wiederaufbau und Vielen den Dank. Green Deal. Da ist das Geld, aber nicht bei den Menschen in unserem Land. Und wir wollen, dass die Menschen dieses Geld bekommen und dass Steuersenkungen stattfinden und der Mittelstand und entlastet möchte, wird und die kleinen Leute kommen, keine Probleme haben und mehr Geld in der Tasche haben. Mehr netto. Sie vom haben Brutto. Ihre Zeit überschritten, Danke. Weit überschritten. So, liebe Kolleginnen und Kollegen, der nächste Redner wäre Sascha Müller von Bündnis 90 Die Grünen, gibt zu Protokoll. Dann käme Christian Görke, der sich gerade entschieden hat, auch zu Protokoll zu geben. Tim Mansmann von der FDP gibt, Till Mansmann, Entschuldigung, gibt ebenfalls zu Protokoll. Und nun folgt Sebastian Brehm für die CDU-CSU-Fraktion. Also, liebe CDU-CSU, das hätte etwas beherzter kommen können. Wir arbeiten dran. Liebe Frau Präsidentin, Kolleginnen und Kollegen, es gehen wahrscheinlich deswegen die ganzen Reden zu Protokoll, weil die Fragen, die wir stellen in unserer Anfrage, weder von der Bundesregierung noch von Ihnen beantwortet werden können. Deswegen haben Sie wahrscheinlich gar keine Möglichkeit, hier zu antworten. Liebe Kolleginnen und Kollegen, in Ihrem Maßnahmenpaket der Koalition haben Sie ja 3 Maßnahmen beschlossen. Senkung der Energiesteuern, wir sprechen jetzt im Anschluss gleich drüber. Die einmalige Auszahlung von steuerpflichtigen 300 Euro Energiepreispauschale und das 9-Euro-Ticket. Was Sie völlig vergessen haben oder gar nicht machen wollten, ist eine Entlastung des Mittelstands und der Industrie. Und wenn man mal sagt, ich weiß nicht, vorhin ist eine Berechnung gemacht worden, konnte ich wirklich ehrlich gesagt nicht nachvollziehen in dem vorigen Tagesordnungspunkt, aber eine durchschnittliche Familie wird durch allein durch die Energiekosten ungefähr im Jahre mit 2.000 Euro Mehrkosten belastet. Und jetzt fragen wir uns, warum Sie eigentlich die Entlastung von den 300 Euro überhaupt steuerpflichtig machen. Das sind nämlich dann mit Progression vielleicht noch 120 Euro. Warum machen Sie das 9-Euro-Ticket nur 3 Monate? Die Erklärung fehlt völlig. Was machen Sie danach? Warum reduzieren Sie die Steuer nur auf 3 Monate und das in den Sommermonaten? Auch das ist völlig unbeantwortet. Dieses müssen Sie uns schon irgendwann erklären. Vor allem müssen Sie es den Bürgerinnen und Bürgern erklären, wenn Sie spätestens im Herbst, wenn Sie im Auto wieder fahren müssen, höhere Preise haben. Und liebe Kolleginnen und Kollegen, und das Zweite habe ich Ihnen auch gesagt, es ist unglaublich bürokratisch. Unglaublich bürokratisch. Für eine Einmalzahlung von 300 Euro brutto haben Sie 11 Paragraphen im Einkommensteuergesetz geändert. 111 oder neu dazugefügt. 111 haben wir und jetzt sind noch mal 11 dazugekommen für eine einmalige Auszahlung. Und dann zahlen Sie nicht einmal das Geld dann an die Rentner, an die Studentinnen und Studenten, an die jungen Familien. Also ehrlicherweise handwerklich schlecht. Beim 9-Euro-Ticket ist ja genau dasselbe. Eine riesen Bürokratie. Ich sag's Ihnen, Sie machen hier keinen guten Job. Und das muss ich Ihnen mal wirklich so unterstreichen. Und die Bürgerinnen und Bürger merken das und haben auch in den Wahlergebnissen es entsprechend ausgedrückt. Und ich sage Ihnen noch was. Wenn Sie in der Industrie und im Mittelstand
die Stromsteuer nicht verändern. Rot-Grün hat die höchste Stromsteuer in Europa eingeführt mit 20,50 Euro pro Megawattstunde. Sie könnten es senken auf 1 Euro jetzt sofort, unbürokratisch, schnell. Wir haben 500% Steigerung in der Industrie von den Stromkosten. Wenn Sie hier nichts machen, drehen Sie quasi dem Mittelstand den Strom ab. Und deswegen bitten wir Sie herzlich, zwei Dinge zu machen. Denken Sie über die Stromsteuer nach und verlängern Sie den Spitzenausgleich für die energieintensiven Betriebe. Auch da verweigert sich die SPD standhaft seit Jahren. Es läuft jetzt nächstes Jahr aus. Was wollen Sie denn sagen? Es wird Arbeitsplätze kosten, wenn Sie hier nichts tun. Kommen Sie bitte zum Schluss, zu Verlagerungen in andere Länder oder zu Schließungen von Produktion. Und das ist das Ergebnis Ihrer handwerklich schlechten Politik. Herzlichen Dank. Vielen Dank. Frauke Heiligenstadt von der SPD gibt auch zu Protokoll. Und somit schließe ich die Aussprache. Wir schreiten voran in der Tagesordnung und kommen zu Tagesordnungspunkt 21, zweite und dritte Beratung des von den Fraktionen SPD, Bündnis